Major Tom zu Besuch bei TV Schwerin. Eigentlich heißt der 60-jährige geborene Schwabe Pierre-Michel Schilling, ist aber als Peter Schilling seit Anfang der 80er Jahre bekannt. Einer der erfolgreichsten Künstler der neuen deutschen Welle rockt immer noch die Bühne, selbst wenn nach der Veröffentlichung seines größten Hits Major Tom völlig losgelöst ganze 33 Jahre vergangen sind. In der jüngsten Zeit hat der Sänger und Songwriter seine Band gewechselt, seine Texte seien reifer und tiefgründiger geworden. Im November diesen Jahres kommt Peter Schilling im Rahmen seiner Konzerttour nach MV, ein Land, das der in Bayern beheimatete Künstler seit langem liebgewonnen hat. Also ich war zum ersten Mal in Schwerin, das ist tatsächlich schon 20 Jahre her, ne? Und zu einem Konzert. Und seitdem hat es mich immer wieder hierher verschlagen. Ich bin ja beim Deutschen Kinderstützbund als Botschafter tätig und da war ich auch hier im Rathaus und habe da damals auch Frau Schwesig kennengelernt. Und ja, viele Menschen sind mir hier begegnet. Es ist so, wie soll ich sagen, so durchdrungen, dass man gar nicht sagen kann, das ist jetzt ein Erlebnis, sondern es sind sehr viele kleine Erlebnisse, die so ein Gesamtbild ergeben. Bei einer Pressekonferenz im Filmpalast Capitol sprach dann Peter Schilling über seine wichtigste Herzensangelegenheit. Schon lange ist Major Tom als Botschafter des Deutschen Kinderschutzbundes unterwegs. Im Vorfeld jedes Auftritts lädt Peter Schilling Kinder zu einem Workshop ein. Ein Herz für Kids hat er nicht zufällig. In seinen früheren Jahren litt der Musiker selbst unter Gewalt in der eigenen Familie. Diese Erfahrungen sollen bei ihm später ein schweres Burnout hervorgerufen haben. Die Lebenskrise von 1998 hat das Leben des Stars komplett geändert. Einen Teil seines Selbst widmet er seitdem den Kindern. Es ist sehr schwer, in anderthalb Stunden Kindern, die man vorher noch nie gesehen hat, zu überfrachten. Also ich versuche, weiß ich versuche es nicht, sondern ich spreche aus mir selbst heraus. Und bei Kindern musst du sehr überzeugend sein. Die kleinen Mäuse, die kriegen immer sofort mit, wenn was nicht ganz 100% ist. Also ich versuche ihnen einfach Musik nahezubringen. Es ist eigentlich das Wichtigste, was ich tun kann. Am 19. November spielt Peter Schilling mit Band im Schweriner Filmpalast Capitol. Am Vormittag selben Tages sind alle interessierten Kinder zu einem Workshop mit dem Künstler eingeladen. Außerdem führt Peter Schilling Gespräche mit Burnout-Betroffenen durch. Diese finden in der Regel nach der Show statt.